Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau der zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2015-2016. Ja, die zweite Runde findet am 27. und 28. Oktober statt. Ja, fangen wir an mit den Spielen am 27. Oktober und zwar um 19 Uhr. Da empfängt der Drittligist FC Erzgebirge Aue die Eintracht aus Frankfurt. Ja. Die Frankfurter natürlich Favorit in diesem Duell, aber wie gesagt, im Pokal gibt es eigene Gesetze, deswegen haben die Auer sicherlich auch ihre Chance. Sie sind zurzeit in der dritten Liga auf dem 9. Platz, also befinden sich hier im Mittelfeld. Und auch die Frankfurter sind ja, mit 12 Punkten auf dem 12. Platz eher im Mittelfeld der Tabelle anzusiedeln. Aber wie schon gesagt, sie sind hier der klare Favorit, aber ja, es würde mich nicht überraschen, wenn die Auer vielleicht sogar eine Überraschung schaffen sollten. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und zwar zu FSV Frankfurt gegen Hertha BSC. Also der Zweitligist FSV Frankfurt empfängt den Bundesligisten aus Berlin. Ja, auch in diesem Duell gibt es einen klaren Favoriten und zwar ist das natürlich die Hertha, die derzeit in der Bundesliga wirklich sehr gut spielen, sind zurzeit auf dem 5. Tabellenrang. Und ja, die letzten Jahre war die Hertha im Cup eigentlich nie so wirklich gut, aber vielleicht können sie in dieser Saison endlich mal weit kommen und vielleicht ja endlich mal ins Finale, denn ja, dann hätten sie Heimvorteil. Das Finale findet ja im Berliner Olympiastadion statt. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber sie sind hier natürlich klarer Favorit bei FSV Frankfurt, die zurzeit auf dem 9. Platz in der zweiten Liga stehen mit 17 Punkten, also ja, im Mittelfeld der zweiten Liga. Sie sind sicherlich nicht zu unterschätzen, aber ich gehe davon aus, dass sich die Hertha hier durchsetzen wird. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Mainz gegen 1860 München. Ja, der Bundesligist empfängt den Zweitligisten. Und ja, auch hier der Bundesligist aus Mainz natürlich klarer Favorit, nicht nur, weil sie auch zu Hause spielen, denn 1860 München in der zweiten Liga zurzeit auf dem vorletzten Tabellenrang, also auf einem Abstiegsplatz, da sieht es derzeit nicht sehr gut aus. Und ja, auch wenn die Mainzer jetzt stehen ja auf dem 13. Platz in der ersten Liga, stehen jetzt auch nicht so gut da, aber trotzdem für mich die Mainzer klarer Favorit. Und ja, sie sollten sich hier eigentlich gegen 1860 München durchsetzen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar ein Zweitliga-Duell, denn der 1. FC Nürnberg empfängt Fortuna Düsseldorf. Ja, beide Teams in der zweiten Liga doch eher enttäuschend gestartet. Die Nürnberger auf dem 10. Platz mit 16 Punkten und die Düsseldorfer sogar auf dem Relegationsplatz mit nur 9 Punkten. Da hat man sich sicherlich vor der Saison mehr erwartet bei beiden Teams. Vor allem Düsseldorf wirklich sehr enttäuschend. Ja, für mich die Nürnberger ja, leichter Favorit. Sie spielen zu Hause, haben ja bis jetzt auch mehr Punkte gesammelt in der zweiten Liga. Deswegen glaube ich, dass sich hier die Nürnberger gegen Düsseldorf durchsetzen werden. Ja, die nächsten Spiele beginnen dann um 20:30 Uhr. Ja, und zwar empfängt da der Viertligist, die Spielvereinigung Unterhaching RB Leipzig. Ja, die Leipziger natürlich klarer Favorit. Braucht man nicht zu sagen, bei einem Viertligisten. Die Unterhachinger spielen ja, ja in der Regionalliga Bayern, sind da zurzeit auf dem 5. Tabellenrang, aber doch schon ziemlich weit hinter Jahn Regensburg. Also es sieht nicht danach aus, als ob die Unterhachinger wieder in die dritte Liga zurückkommen werden. Ja, wie schon gesagt, der Cup hat zwar seine eigenen Gesetze, aber ich gehe davon aus, dass sich RB Leipzig da durchsetzen wird. Die Leipziger haben zwar ja zu Saisonbeginn einige Probleme gehabt, aber mittlerweile ja stehen sie auf einem Aufstiegsplatz, sind auf dem 2. Platz mit 23 Punkten und haben ja in der laufenden Saison erst eine Niederlage kassiert und ich glaube, sie sollten sich hier bei Unterhaching durchsetzen. Ja, kommen wir dann zum nächsten Duell und zwar ein Bundesliga-Duell zwischen den SV Darmstadt und Hannover 96. Ja, beide Teams haben ja schon am ersten Spieltag gegeneinander gespielt. Ja, und das Spiel ist mit einem 2:2 Unentschieden geendet. Ja, mittlerweile muss man sagen, steht Darmstadt doch um einiges besser da als Hannover. Darmstadt bis jetzt 13 Punkte, Hannover 8 Punkte und ist da mittendrin im Abstiegskampf. Ja, aufgrund der laufenden Saison muss man eigentlich ganz klar Darmstadt hier favorisieren. Aber es wird auf alle Fälle ein enges Spiel. Es würde mich auch nicht wundern, wenn es in die Verlängerung geht oder ins Elfmeterschießen. Aber ich muss sagen, die Darmstädter haben mich in dieser Saison bis jetzt mehr überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass sich am Ende Darmstadt hier ganz knapp gegen Hannover durchsetzen wird. Ja, das nächste Duell ist wieder ein Zweitligaduell und zwar empfängt da der VfL Bochum den ersten FC Kaiserslautern.
Ja, die Bochumer, muss man sagen, überraschend gut in die Saison gestartet, sind jetzt zurzeit auf dem vierten Tabellenrang mit 21 Punkten. Obwohl man ja zuletzt in den letzten 4 Spielen 3 Niederlagen kassierte, also es lief nicht ganz so gut bei den Bochumern. Auf der anderen Seite die Kaiserslautern. Ja, auch von ihnen hat man vor der Saison mehr erwartet. Sie sind zurzeit auf den 11. Tabellenrang mit 15 Punkten, haben auch schon einen Trainerwechsel hinter sich. Kostor Runjanić wurde ja entlassen und mittlerweile wurde 5 Stück als neuer Trainer ja, bestätigt. War zuvor nur Interimstrainer, aber mittlerweile ja, ist der richtige Trainer jetzt von Kaiserslautern. Es ging unter ihm auch ein bisschen aufwärts, aber zuletzt hat man wieder 2 Niederlagen kassiert. Deswegen, ja, ich würde sagen, ein sehr ausgeglichenes Duell. Aufgrund des Heimvorteils würde ich dann doch Bochum einen kleinen ja, Vorteil geben. Deswegen glaube ich, dass sich Bochum hier knapp gegen Kaiserslautern durchsetzen wird. Ja, und das letzte Spiel, das noch am 27. Oktober dann stattfindet um 20:30 Uhr, ist das ja wahrscheinlich das absolute Spitzenspiel in dieser zweiten Cup-Runde. Und zwar empfängt da der VfL Wolfsburg den FC Bayern München. Ja, wirklich Spitzenspiel, zwei Bundesligisten. Ja, auch dieses Spiel gab es ja schon einmal, wo die Bayern ja am Ende doch ganz klar mit 5 zu 1 gewonnen haben, wo ja Lewandowski mit diesem unglaublichen Hattrick und ja, mit diesen 5 Toren, die er da erzielt hat, in der zweiten Halbzeit, wo man auch sagen muss, da war Wolfsburg in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut und hätten vielleicht sogar 2 zu 0 führen können. Also das Ergebnis war am Ende vielleicht sogar deutlicher, als was der Spielverlauf, ja, wie der Spielverlauf war. Und deswegen glaube ich, dass die Wolfsburger hier durchaus gute Chancen haben. Sie haben ja in der letzten Saison schon gezeigt, dass sie die Bayern schlagen können. Wobei man auch sagen muss, dass die Bayern vielleicht sogar im Vergleich zur letzten Saison noch eine Spur stärker geworden sind. Deswegen ja, wird es hier sicherlich nicht leicht für Wolfsburg. Ich traue ihnen auf alle Fälle zu, zumindest vielleicht in die Verlängerung zu kommen oder auch ins Elfmeterschießen. Dann entscheidet natürlich auch das Glück. Aber trotzdem muss man sagen, die Bayern sind zurzeit in einer ja, überragenden Form und deswegen ja, schwer gegen die Bayern zu tippen, wobei man das auch sagen muss, in der Champions League hat Arsenal London gezeigt, ja, dass die Bayern zu schlagen sind. Also sie sind sicherlich nicht unschlagbar. Aber trotzdem muss ich sagen, die Bayern wirklich derzeit gut drauf und deswegen, ja, ich sage mal, ein knapper Sieg hier von den Bayern hier auswärts gegen Wolfsburg. Ja, die anderen Spiele finden dann am Tag darauf, am 28. Oktober statt. Fangen wir an mit den Spielen, die um 19 Uhr stattfinden. Und zwar empfängt der Viertligist Viktoria Köln den Erstligisten Bayer 04 Leverkusen. Ja, auch hier eigentlich eine klare Sache. Viktoria Köln zurzeit spielen in der, ja, in der Regionalliga, in der vierten, in der Westliga, sind da zurzeit auf dem vierten Tabellenrang. Haben da auch schon einige Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Ja, und die Leverkusen sind hier natürlich klarer Favorit. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder die eine oder andere Überraschung. Wenn sie den Gegner unterschätzen, kann Viktoria Köln sicherlich eine Überraschung schaffen. Aber ich glaube, das wird in diesem Fall nicht der Fall sein. Die Leverkusener werden die sich hier meiner Meinung nach durchsetzen und dann ja, in die nächste Runde einziehen. Ja, das nächste Spiel ist wieder ein Zweitligaduell und zwar empfängt der SV Sandhausen den ersten FC Heidenheim. Ja, beide Teams, muss man sagen, eigentlich sehr gut in die zweite Liga gestartet. Sandhausen überraschenderweise auf dem siebten Tabellenrang mit 19 Punkten. Ja, eigentlich hätten sie ja schon 22 Punkte gesammelt, aber ihnen wurden ja vor der Saison 3 Punkte abgezogen. Also ja, Sandhausen für viele vor der Saison ein Abstiegskandidat, auch für mich. Und deswegen ja umso überraschender, wie sie bis jetzt aufgetreten sind. Auf der anderen Seite auch die Heidenheimer spielen derzeit eine sehr gute, solide Saison und sind, ja, haben genauso viele Punkte jetzt wie Sandhausen, beziehungsweise 3 Punkte weniger wegen der 3-Punkte-Abzug. Aber ich denke, beide Teams ja, spielen eine gute Saison und deswegen erwarte ich hier auf alle Fälle ein enges, ausgeglichenes Duell. Bei diesem Duell würde es mich absolut nicht überraschen, wenn es in die Verlängerung geht oder ins Elfmeterschießen. Ich sehe beide Teams ja ungefähr gleich auf. Und ja, am Ende würde ich dann doch vielleicht Heidenheim einen kleinen Vorteil geben. Sie haben vor allem in der Defensive sind sie sehr stark, haben bis jetzt wenige Tore kassiert. Und ja, deswegen glaube ich, wird sich am Ende der erste FC Heidenheim knapp gegen Sandhausen durchsetzen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und dann fängt Borussia Dortmund den SC Paderborn aus der zweiten Liga.
Ja, auch hier eigentlich ganz klar Dortmund der klare Favorit hier zu Hause gegen Paderborn. Ja, Paderborn hat ja zuletzt für Aufruhr gesorgt. Nachdem sie den Trainer Gelhaus entlassen haben, haben sie jetzt Stefan Effenberg verpflichtet und unter ihm ja, ging es gleich aufwärts, gleich zwei Siege aus den ersten beiden Spielen hat er geholt. Und ja, sie haben sich zumindest jetzt mal aus der Abstiegszone entfernt, sind zurzeit jetzt auf dem 13. Rang mit 13 Punkten. Aber trotzdem muss man sagen, ja, Paderborn hier der klare Außenseiter und ja, alles andere als ein Sieg von Dortmund wäre hier eine große Überraschung. Ja, gehen weiter zum nächsten Spiel und zwar empfängt der Zweitligist, der SC Freiburg, den Erstligisten, den FC Augsburg. Ja, ein sehr interessantes Duell, denn hier trifft der Erste der zweiten Liga, also der SC Freiburg. Sie führen ja die zweite Liga mit 24 Punkten gegen den Tabellenletzten aus der ersten Liga. Die Augsburger ja Letzter mit nur 5 Punkten. Und ja, normalerweise, wenn ein Zweitligist gegen einen Erstligisten spielt, müsste ja eigentlich der Erstligist logischerweise der Favorit sein. Aber in diesem Fall muss ich ganz klar sagen, sind für mich die Freiburger, also der Zweitligist, der klare Favorit. Denn ja, sie haben bis jetzt sehr gut gespielt. Also sie sind auf Aufstiegskurs, auch wenn sie zuletzt eine Niederlage gegen St. Pauli einstecken mussten. Sind für mich die Freiburger, wenn sie so weiterspielen, wirklich ja, der große Favorit auf den Wiederaufstieg in die erste Liga, wo sie meiner Meinung nach auch hingehören, sind ja letzte Saison ja nur sehr bitter und sehr knapp abgestiegen. Und ja, zurzeit der FC Augsburg strotzt nicht gerade für Selbstvertrauen, haben eine 1:5-Klatsche in Dortmund hinter sich und ich glaube nicht, dass sie da in Freiburg bestehen können. Deswegen, ja, wie schon gesagt, es wäre jetzt keine Überraschung. Ja, wie gesagt, weil Freiburg eine sehr gute Mannschaft ist, obwohl sie in der zweiten Liga spielen. Deswegen, ja, mein Tipp, die Freiburger setzen sich hier durch gegen den FC Augsburg. Ja, kommen wir dann zu den Spielen, die dann um 20:30 Uhr stattfinden. Und zwar empfängt da der Viertligist Carl Zeiss Jena den VfB Stuttgart. Ja, Carl Zeiss Jena spielt in der Regionalliga Nordost, ist da zurzeit an dritter Stelle. Aber ist da nur 2 Punkte hinter den Tabellenersten. Also man hat da durchaus Chancen, vielleicht wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Ja, und sie empfangen den VfB Stuttgart, die zwar hier der klare Favorit sind, aber trotzdem ja auch gegen den Abstieg spielen und ja, am Wochenende bittere 3:4-Niederlage gegen Leverkusen einstecken mussten, wo sie schon zweimal mit 2 Toren geführt haben. Ja, ich muss sagen, wenn von all den Erstligisten, die gegen einen ja, unteren Ligisten spielen, sind für mich die Stuttgarter, also es wäre für mich am wenigsten eine Überraschung, wenn Stuttgart hier scheitern würde, auch wenn Carl Zeiss Jena nur in der vierten Liga spielt. Ja, die Stuttgarter haben gezeigt, dass sie immer wieder anfällig sind für Gegentore und selber auch immer Probleme haben, Tore zu schießen. Deswegen traue ich Carl Zeiss Jena hier durchaus eine Überraschung zu. Ja, trotzdem muss ich am Ende auf den VfB Stuttgart tippen, dass sie doch ja, eigentlich der klare Favorit hier sind. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar empfängt der SSV Reutlingen 05 aus der 5. Liga, also der einzige Fünftligist, der noch verblieben ist, empfangen sie den Zweitligisten aus Braunschweig, also Eintracht Braunschweig. Ja, Reutlingen spielt zurzeit in der Oberliga Baden-Württemberg, das ist also die 5. Liga. Und sind dort halt, da auch nur im Mittelfeld ja, angesiedelt am 10. Platz mit nur 18 Punkten. Also ich denke, es war schon eine Riesenüberraschung, dass die Reutlinger hier jetzt die erste Runde überstanden haben. Aber ja, jetzt muss man ganz klar sagen, die Braunschweiger sind hier klarer Favorit. Sie sind zurzeit am 5. Platz in der zweiten Liga mit 20 Punkten, also haben da durchaus ja, Anschluss an die Aufstiegsplätze. Und für mich sind die Braunschweiger hier klarer Favorit und ich denke, sie werden sich auch am Ende durchsetzen. Ja, das nächste Duell ist auch wieder ein Erstliga-Duell und zwar, ja, interessanterweise ein Match, das es jetzt am Wochenende gegeben hat. Und zwar empfängt der FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach. Ja, am Sonntag haben sie ja gegeneinander gespielt, da hat Gladbach noch mit 3:1 gewonnen. Jetzt im Cup Schalke mit Heimvorteil, es wird auf alle Fälle wieder ein enges Match, wobei man sagen muss, die Gladbacher in dem Bundesligaspiel waren die Gladbacher klar die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen, aber ich glaube, dass die Schalke hier sicherlich auf Revanche aus sind, haben nicht gut gespielt und sie werden sich sicher besser präsentieren als noch in dem Bundesligaspiel. Ich erwarte ein enges Match, auch hier würde es mich nicht überraschen, wenn es in die Verlängerung geht oder ins Elfmeterschießen. Und ja, ich glaube,
dass sich am Ende der FC Schalke 04 durchsetzen wird, dass sie dann doch den Heimvorteil haben. Und auch wenn die Gladbacher, wie gesagt, derzeit gut in Form sind, 5 Siege in Folge in der Bundesliga gefeiert, aber ich glaube, dass der FC Schalke 04 hier die Siege sehr stoppen wird und Borussia Mönchengladbach aus dem Cup rauswirft. Und dann das letzte Duell ist auch noch ein Bundesliga-Duell, und zwar empfängt der SV Werder Bremen den ersten FC Köln. Ja, die Bremer konnten zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg in Mainz feiern, sind zurzeit jetzt auf dem 14. Rang mit 10 Punkten. Die Kölner sind da doch besser gestartet, haben 14 Punkte nach 10 Spielen. Auch ja, in diesem Duell sehe ich keinen klaren Favoriten. Es wird auf alle Fälle sehr ausgeglichen sein. Die Bremer haben natürlich den Heimvorteil und ich glaube am Ende, dass das auch den Ausschlag geben wird. Deswegen, ich glaube, dass sich die Bremer hier ganz knapp durchsetzen werden. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu dieser zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2015-2016. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was tippt ihr? Wer glaubt ihr, wird in die nächste Runde einziehen? Ja, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.